Hat der Verkäufer, der mir das Motorrad gekauft hat, gewusst, dass die Zylinderkopfdichtung in Ordnung ist, beziehungsweise einfach nur nicht gemerkt, dass die Maschine heiß läuft und die Story stimmt, dass es für seinen Sohn gekauft hat und der die nicht wollte? Oder ist es vielmehr so, dass sie das Moped gekauft haben, haben nicht aufgepasst bei der Probefahrt und zu Hause dann festgestellt, läuft heiß, ein bisschen rumgegoogelt, draus geschlossen, dass es die Zylinderkopfdichtung ist und sich gedacht haben, weißt du was, gleich wieder weg damit. Und dann haben sie es mir gekauft mit der Begründung, sie wissen nicht, was los ist. Gehe ich da wieder sinnvoll irgendwo raus, wenn ich da weiterfahre, oder? Das ist ungefähr ein Kilometer zur Kiesstraße. Dann gehen wir bis auf die Straße von Schaumberg nach Oberberg zur Erbe. Ah, wunderbar. Danke. Ja, was sagt's denn? Lohnt sich das Geländemotorrad ja schon das erste Mal. Das Wetter ist heute super an sich und ich hatte im letzten Blog ja angekündigt, dass ich über die Pegaso noch so ein klein bisschen ein Video machen möchte, wie sie jetzt tatsächlich läuft und ob alles passt, und genau das möchte ich jetzt hiermit tun. Ich hatte selbst auch so noch ein paar Fragen, die offen geblieben sind, und habe versucht, ein paar Videos über die Pegaso online zu finden, und da stellt sich raus, die Maschine ist so alt, dass die Leute, die damals Interesse an der Pegaso hatten, die haben halt keine YouTube-Videos gemacht, einfach weil es YouTube noch nicht gab. So vermute ich. Und jetzt in der neueren Zeit gibt es zwar ein paar Leute, die Videos machen, aber das sind alles ausländische Videos, nicht englischsprachige ausländische Videos, mit denen ich nicht wirklich was anfangen kann. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, mache ich doch mal einen kleinen Motovlog einzig und allein über die Pegaso 650. In meinem Fall das alte Baujahr, also noch nicht die Strada, die man heute sieht, sondern das hier ist jetzt das 99er Baujahr. Die hat es bis 2001 gegeben, wenn mich nicht alles täuscht. Danach gab es dann modernere, die haben auch vor dem Cockpit dann schon ein kleines digitales Feld mit drin. Die 97 bis 2001er, wo meine drunter fällt, hat auch den Spitznamen ML bzw. Cube, und bei der sind Drehzahlmesser, Tacho und Temperaturanzeige alles noch analoge Messgeräte. Ich schaue mal so ein bisschen aktiv aus, dass man nicht mit einem Moped unterwegs bin, aber hilft ja nichts, Helm muss auf. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Aufnahme mit dem Ton im Helm geklappt hat, mit der kleinen GoPro. Ich habe mir so ein Moto-Vlogging-Setup zusammengestellt, habe es aber noch nicht ausprobiert. Wird also interessant, ob das dann auch funktioniert jetzt. Okay, schauen wir uns mal ein paar Details von der Pegaso an. Die Aprilia Pegaso ist eine 650 Kubik Einzylindermaschine, das heißt ein einziger Kolben, allerdings im Zylinderkopf 5 Ventile. Die baugleiche BMW F650, auch Fanduro genannt, hat auch denselben Rotax-Motor, allerdings ist der Kopf modifiziert und beim Einlass ist es ein bisschen anders abgestimmt. Die BMW hat nur 4 Ventile, wie gesagt, die Pegaso hat 5 Ventile. Wie sich das beim Fahren äußert, keine Ahnung. Ein weiterer Unterschied, die BMW hat nur einen Endtopf und die Aprilia hat, obwohl sie nur einen einzigen Zylinder hat, trotzdem zwei Endtöpfe hinten. Leider ist die Pegaso wassergekühlt. Ich persönlich stehe ja eher so auf luftgekühlte Maschinen. Die sind so ein bisschen leichter zu warten. Mit Kühlflüssigkeit ist es einfach nur eine weitere Sache, die man checken muss, die nicht leer gehen darf, weil es sonst Ärger gibt. Vorne und hinten hat die Maschine jeweils eine Scheibenbremse mit einer Dual Brembo Bremsanlage. Und im Vergleich zu anderen Enduros, ist ja keine Enduro, ist ja so eine
Dual-Purpose-Maschine, so eine Reise-Enduro. Aber im Gegensatz zu echten Enduros ist der Vorderreifen wesentlich dicker und dafür ein klein wenig Reifenumfang, ein klein wenig kleiner. Und wie man ja eben schon gesehen hat, setze ich derzeit auf Straßenprofil. Das werde ich aber beim nächsten Reifenwechsel auch so belassen. Ich plane nicht, hier großartig Geländereifen aufzuziehen, weil ich sie mir eher zum Reisen als zum Schüren in irgendwelchem Gelände gekauft habe. Wie gesagt, an sich sind die 950 Euro für so ein Motorrad ein absoluter Spottpreis dafür, dass sie an sich so gut in Schuss ist. Wie gesagt, ein paar kleine Bastelstellen sieht man, vor allem an der Verkleidung, wo irgendwie Schrauben abhanden gekommen sind. Ich habe auch, wie ich zur Batterie wollte, mal die Seitenverkleidung abgenommen und da ist dann gleich aufgefallen, dass die Verkleidung drei Schrauben hat, mit der sie befestigt ist, und alle drei Schrauben haben einen anderen Kopf. Eins ist ein Imbus, eins ist ein Kreuz und eins ist ein Schlitz. Also da konnte sich jemand beim Zusammenbasteln nicht entscheiden, was er nimmt. Ja, stellt sich eigentlich die große Frage, warum die Aprilia so günstig war. Ist beinahe eine nette Geschichte. Der Vorbesitzer konnte mir über das Motorrad selber und den Zustand nicht viel Auskunft geben, weil er sagt, er hat sie selber nur ein, zwei Tage besessen. Er hat sie gekauft für seinen Sohn und angeblich möchte der eine Vollcross und deswegen wird sie wieder verkauft. Der hatte sie so kurz, dass der Vorbesitzer vor ihm die Maschine quasi noch angemeldet hatte. Also mit dem Kennzeichen, mit dem ich es heimgefahren habe, das war noch nicht mal von dem Zwischenbesitzer, von dem ich es gekauft habe, das Kennzeichen, sondern das war noch vom Vorvorbesitzer. Jetzt stellt man sich die Frage, warum möchte jemand ein Motorrad, das er gerade erst gekauft hat, binnen zwei Tagen gleich wieder loswerden? Offiziell wurde behauptet, weil der Sohn eben die Vollcross möchte und keine so eine Reise-Enduro, hat ihm also nicht gefallen. Wo ich mir dann denke, wenn ich für 1000 Euro, weil ungefähr 1000 Euro wird der auch ausgegeben haben für die Aprilia, wenn ich für rund 1000 Euro ein Motorrad kaufe, dann schicke ich meinem Sohn doch vorher wenigstens mal ganz kurz ein Foto, wie es ausschaut, ob er so eine haben will. Also ist ein bisschen, naja. Wo wir die Aprilia geholt haben, hat man im Video vielleicht gemerkt, dass sie so ein klein bisschen geknickt war und nicht sicher war, ob der Kauf gut war. Das lag daran, dass zu der kleinen Pause, wo wir gemacht haben, aus der Aprilia unten Kühlwasser rausgelaufen ist und nicht zu knapp. Und jetzt war natürlich die Befürchtung groß, dass irgendwas nicht stimmt. Ich habe dann nachgeguckt, die Aprilia ist ein bisschen arg heiß gelaufen, also sie sollte so zwischen 70 und 80 Grad bei laufender Fahrt haben außerorts, und bei mir war sie immer auf 90 Grad, wenn der Wind nicht ging oder wenn es so ein bisschen eher Stadtverkehr wird, ist es auch schnell mehr auf 100, 102, 103 Grad draufgegangen. Dann haben sich die Lüfter eingeschaltet und haben die Temperatur wieder runtergeprügelt auf 80 bis 90 Grad und dann ging das Spiel von vorne los, aber wie gesagt, es ist halt nicht so. Zu Hause angekommen, habe ich dann beim Wasser geprüft, also wo das Wasser rauskam, war der Ausgleichsbehälter. Der ist quasi übergelaufen und das sollte aber eigentlich nicht tun. Dann fängt man an zu googeln und stellt relativ schnell fest, wenn die Kühlleistung ausbleibt, das Moped überhitzt und dieser Ausgleichsbehälter überläuft, dann ist das sehr wahrscheinlich ein Problem mit der Zylinderkopfdichtung. Wenn der Kolben hochfährt und komprimiert und die Zylinderkopfdichtung defekt ist, also ein kleines Loch hat, dann drückt es Abgasluft raus in die Kammer, wo das Kühlwasser durchläuft. Es entsteht eine größere Hitze, weil die Abgase extrem heiß sind, und plus es entsteht ein hoher Druck. Es wird mehr Wasser in den Ausgleichsbehälter gedrückt, als sein sollte. Im Kühler selber sammelt sich immer mehr Luft. Das heißt, er verliert seine Kühlwirkung und irgendwann ist das Ganze so weit fortgeschritten, dass es im Ausgleichsbehälter das Kühlwasser rausdrückt. Dann habe ich auch gleich geguckt, was mich die ganze Chose kostet. Und eine Zylinderkopfdichtung gibt es für unter 50 Euro. Das wäre das Problem nicht. Aber wie es mit solchen Sachen halt auch immer ist, die Zylinderkopfdichtung muss auch eingebaut werden. Zum Einbauen der Zylinderkopfdichtung muss der Motor raus, muss das komplette Motorrad auseinandergenommen werden. Mindestens 6-7 Stunden Arbeit für jemanden, der sowas kann. Und in einer Fachwerkstatt ist man auch ganz schnell 600 bis 1000 Euro los. Also quasi nochmal der Anschaffungspreis. Ich habe mich dann mit meinem Schwager unterhalten und der meinte, vielleicht ist auch einfach nur kein Kühlwasser mehr im Kühler gewesen und dadurch das hohe Hitzeproblem. Plus ist es immer mehr in den Ausgleichsbehälter gedrückt worden, weil eben sich das Ganze ausdehnt und dann hat es rausgeschwappt. Also war die Idee, einfach mal zu gucken, ob, wenn ich Kühlwasser wieder auffülle, ob dann alles läuft, so wie es sein soll. Und siehe da, seither läuft es ja absolut ohne Probleme und es gibt kein Anzeichen mehr dafür, das dafür sprechen würde, dass irgendwas an der Zylinderkopfdichtung fehlt. Und jetzt stelle ich die böse Frage.
Hat der Verkäufer, der mir das Motorrad gekauft hat, gewusst, dass die Zylinderkopfdichtung in Ordnung ist? Beziehungsweise einfach nur nicht gemerkt, dass die Maschine heiß läuft und die Story stimmt, dass es für seinen Sohn gekauft hat und der die nicht wollte? Oder ist es vielmehr so, dass sie das Moped gekauft haben, haben nicht aufgepasst bei der Probefahrt und zu Hause dann festgestellt, läuft heiß, ein bisschen rumgegoogelt, rausgeschlossen, dass es die Zylinderkopfdichtung ist und sich gedacht haben, weißt du was, gleich wieder weg damit. Und dann haben sie es mir gekauft mit der Begründung, sie wissen nicht, was los ist. Ich kann es nicht sagen, was es ist. Ich freue mich jedenfalls, dass absolut problemlos läuft. Und ja, dann, bevor die Sonne untergeht, machen wir noch eine kleine Runde. Mein Problem ist ja, dass ich tatsächlich nicht weiß, ob der Ton aufgenommen wird. Und das ist total blöd, wenn man weiß, okay, es wird jetzt gerade ein Video aufgenommen, aber nicht weiß, wird der Ton aufgenommen. Und kann ich dann die Aufnahmen verwenden oder kann ich sie nicht verwenden? Muss ich das Ganze dann nochmal nachvertonen? Ich hoffe ja mal nicht. Jawohl, Fahrradfahrer kann man ja einfach mal so die Vorfahrt nehmen.